Welche Projekte möchten Sie im nächsten Stadtrat angehen? Ja, also ich sehe, würde für mich insbesondere zwei Projekte sehen, Projekte in Anführungsstrichen. Das eine ist für mich die sozialökologische Entwicklung der Stadt und da in erster Linie die Begleitung des BUGA-Projektes. Und mein zweiter Schwerpunkt wäre sicherlich, ich habe das letztens gesagt, die Entzauberung der Rechtsextremen und Rechtspopulisten. Also ich habe das Gefühl, dass im Stadtrat die AfD zu sehr als normale Partei behandelt wird. Und ich denke, da muss man sie inhaltlich und rhetorisch auch mal stellen. Also ich bin immer wieder gerne bei der Bildung und beim Sozialen. Das sind meine Lieblingsthemen und die würde ich auch weiter vorantreiben. Ja, ein großer Fokus auf das Stadtteilentwicklungsprojekt in Roßlau, dass halt Roßlau noch mehr integriert wird, in Dessau ein größerer Teil noch wird, angebunden wird an einzelne Veranstaltungen wie der Dessauer Sommer, dass auch in Roßlau Konzerte drin sind, dass man damit die Leute verbindet, von A nach B bringt. Ja, der große soziale Aspekt, die Menschen verbinden. Ja. Was genau wollen Sie bis zum Ende des nächsten Stadtrates 2029 abgearbeitet haben? Oh, ja. Das ist eine harte Frage. Ja, am liebsten die AfD aus dem Stadtrat rauszuhaben und sicher sein zu können, dass die BUGA wirklich auch planmäßig kommt und ein sehr nachhaltiges Projekt für unsere Stadt wird. Verstetigung des Quartiermanagements und das gleiche auch für Roßlau und Stärkung unserer Schulen. Also ich sag mal Regenbogenschule, wir haben ganz viele Themen. Regenbogenschule, Gymnasien, Unterstützung der Sekundarschulen und so weiter. Ja, das Projekt, wegen dem ich eben angetreten habe, was ich eben schon gesagt habe, wegen Stadtteilentwicklungsprojekt und dann natürlich auch Vorbereitung auf die BUGA, so dass auch schon die Bevölkerung was sieht, was passiert und ja, dass halt der Bildungsaspekt und der soziale Aspekt halt noch mehr wächst und noch mehr Möglichkeiten schaffen werden für Jugendliche in Dessau was zu unternehmen, Spaß zu haben, sich zu engagieren, dass sie halt in Dessau bleiben können.